Hey Leute, ich mach dieses Buch fertig. Oder dieses Buch macht mich fertig. Oder wer auch immer hier wen fertig macht. Keine Ahnung, bis einer weint und so. Falls ihr dieses Buch noch nicht kennt, da stehen verschiedene Aufgaben oder Ideen drin, die man künstlerisch kreativ umsetzen soll. Also zum Beispiel ins Buch reinmalen, schreiben, irgendwas kleben und auch eklige Sachen wie reinspucken. Ja. Das wäre auch schon das ganze Prinzip. Die Videoidee stammt natürlich nicht von mir. Das englische Original gibt es seit 2007 und 2013 wurde es ins Deutsche übersetzt. Vor mir haben sich also schon zig andere YouTuber und YouTuberinnen mit dem Buch angelegt. Unter anderem Shania Beau, Foxy Draws oder Liz Deslies. Jetzt könnte man sagen, das Thema wäre schon sowas von ausgelutscht und ich wünschte, die Formulierung wäre nicht ansatzweise so zutreffend, wie sie es tatsächlich auch ist. Aber ich persönlich finde gerade das immer total spannend. Du kannst einer riesigen Gruppe von Menschen ein und dieselbe Aufgabenstellung mit genau dem gleichen Thema geben und doch wird sich am Ende wahrscheinlich jedes einzelne Ergebnis von dem anderen unterscheiden. Schließlich denken wir nicht alle mit demselben Kopf. Und das ist gut so. Also los geht's, riskieren wir einen Blick in das gute Stück. Okay, hier steht schon mal gleich auf der ersten Seite Dick und Fett Warnung. Das klingt doch schon mal vertrauenserweckend. Das machen wir doch gleich wie mit den AGBs, wenn man eine Software installiert. Ja, ich habe die Nutzungsbedingungen natürlich gelesen. Also was steht hier denn nebendran? Dieses Buch gehört. Schreib deinen Namen in weiß. Schreib deinen Namen unleserlich. Nee du, ganz ehrlich. Das geht mir alles viel zu schnell. Ich kenne das Buch doch noch gar nicht. Vielleicht sollte man sich erstmal zum Kaffee verabreden und dann langsam nach dem dritten Date. Okay, lassen wir das besser. Ganz ehrlich, wenn ich mir das so anschaue, habe ich gar keine Lust, das Buch chronologisch abzuarbeiten. Viel lieber will ich es wie den Todesstern mit einem Torpedo von innen heraus zerstören. Puh, ich bin noch ganz aufgekratzt vom Sketchbook letzte Woche. Ich habe mir im Vorfeld ein paar Seiten aus dem Buch herausgesucht, die ich interessant fand. Und die waren über das ganze Buch verteilt. Start mir doch mit der Seite hier. Mach die Seite bunt. Der Kreis bleibt weiß. Beim Kreis habe ich direkt an einen Vollmond gedacht. Und vom Vollmond bin ich dann auf einen Wolf gekommen. Von Kuchenbacken auf Pobacken. Ihr kennt das Spiel. Weil die Seite mir aber befohlen hat, das Ganze bunt zu gestalten, habe ich mir was Besonderes überlegt. Seht ihr dann gleich. Hier hätte es sich vielleicht angeboten, einen realistischen Wolf zu zeichnen, aber da ich die Seite ohnehin bunt machen soll und Nächte bekanntlich eher weniger farbenfroh sind, habe ich mich dagegen entschieden und beschlossen, das mit dem Bunt dann auch sehr wörtlich zu nehmen. Und zwar mit Buntstiften. Also habe ich erstmal den Wolf skizziert und dann alles ausgekramt, was knallt. Koloriert habe ich ihn nämlich mit Gelb, Pink, Lila, Neongrün und Orange. Und die gleichen Farben habe ich dann auch für alles andere benutzt. Eine Pink-Grün-Gelb-Türkis-Orange-Vollmondnacht. Und na und? Dann ist der Tannenbaum eben knatscherot oder lila. Übrigens, um mich nicht selbst zu spoilern, habe ich mir die Videos meiner YouTuber-Kollegen und Kolleginnen bewusst nicht angeschaut. Ich möchte nämlich vollkommen unbeeinflusst an das Thema herangehen. Falls ich also tatsächlich mal eine Aufgabenstellung genauso oder ähnlich wie jemand anderes umsetzen sollte, dann ist das völlig unbeabsichtigt und nur aufgrund eines total irrwitzigen Zufalls. Oder weil ich mein Handtuch vergessen habe. Das sollte man ja eigentlich immer dabei haben. Natürlich kann ich euch hier viel erzählen, aber jo. Weil ich wollte, dass die Nacht auch als solche erkennbar ist, habe ich die linke Himmelseite dann aber schon dunkelblau gezeichnet. Ich habe ja auch extra ein bisschen Abstand zwischen Wolf und Umgebung gelassen, weil mit einem weißen Buntstift bekommt der Wolf dann so einen schönen Glow-Effekt. Die Magie des Vollmonds und so. Apropos, den soll ich ja weiß lassen. Mache ich auch. Aber niemand hat gesagt, dass ich nicht mit Transparentpapier arbeiten darf. Haha. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Ich sauf mal heute unter den Tisch. Okay. Kennt von euch noch jemand den Bär im großen blauen Haus? Oder seid ihr da schon zu alt oder noch zu jung für? Hallo, Bär. Was auf diese Seite kommt, habt ihr bestimmt.
Ja, genau ihr. Ich habe mich vor ein paar Tagen nämlich im Community-Tab vor die etwas seltsame und scheinbar zusammenhangslose Entscheidung zwischen Zimt und Wald gestellt, ohne euch zu sagen, worum es eigentlich geht. Und heute gibt es die Auflösung. Hier soll ich nämlich einen Geruch meiner Wahl auftragen. Ich dachte mir erst so, ja, pup ich eben auf die Seite. Aber ein Bild mit Zimt oder Waldduft erschien mir irgendwie gesellschaftstauglicher. Ihr habt euch für Zimt entschieden. Und genau der kommt jetzt auf die Seite. Gemahlenen Zimt hatte ich da, also musste ich nur noch irgendeine Flüssigkeit hinzufügen, um daraus eine vermahlbare Substanz zu bekommen. Am besten eine, die keine Spuren hinterlässt. Oder das Papier zu stark wälzt, wie Wasser. Und die auch noch dafür sorgt, dass der Zimt auch schön duftig bleibt. Das Stichwort lautete hier also Ethanol. Als flüchtiges Lösungsmittel ist er dafür nämlich bestens geeignet. Hey, hier geblieben! Also habe ich ein bisschen Ethanol in ein verschraubbares Fläschchen gefüllt, mit Hilfe eines Trichters den Zimt dazu getan und die Mixtur zum Durchziehen beiseite gestellt. Ich liebe ja sämtliches Weihnachtsgebäck mit tonnenweise Zimt. Aber eins ganz besonders. Zimtschnecken. Oder von mir aus auch Cinnamon Buns. Und die wollte ich auf die Seite packen. Aber nicht nur simpel reingezeichnet, sondern schon mit ein bisschen Bastelkram. Ich fand die Vorstellung ganz süß, sie auf echte Muffinförmchen zu kleben. Also habe ich mir zwei geschnappt, sie größenmäßig an die Zimtschnecken angepasst und aneinander geklebt. Ich habe aus einem Stück schwarzen Tonkarton ein kleines Backblech zugeschnitten, sodass es größentechnisch hübsch auf die Buchseite passt. Und ein bisschen mit weißem Buntstift angemalt. So, das Backblech jetzt aber so ganz allein in das Buch zu kleben, war mir noch zu wenig. Da hat mich das Backpapier so frech angegrinst. Also habe ich mir auch davon ein Stückchen zurechtgeschnippelt, wollte das Backpapier gerade festkleben und da war dann auch schon wieder Stromausfall im obersten Stockwerk. Du Peilo, ey! Versuch halt Backpapier mit Anti-Haftbeschichtung festzukleben. Ist irgendwas Wichtiges auf der Rückseite? Nö. Gut. Dann eben mit dem Tacker. So, für die rechte Seite ist mir beim Zeichnen noch was eingefallen. Vom letzten Winter hatte ich nämlich noch so kleine Tiny Drawings übrig, für die ich bisher keine richtige Verwendung hatte. Und hierfür fand ich sie eigentlich ganz passend. Dann habe ich mir mein Zimtgebräu geschnappt und mit einem Pinsel die Schnecken beduftet. Ich kann es euch natürlich nicht beweisen, aber es duftet wirklich sehr zimtig. Weil man das über den Bildschirm aber so schlecht schnuppern kann, habe ich das noch ein bisschen untermalt. Und zwar mit kleinen Duftwolken. Und Sternchen. Weiter geht's im Text. Und zwar wörtlich. Ich soll nämlich ein und dasselbe Wort wieder und wieder schreiben. Als alter Potterhead, wie soll es auch anders sein, fällt einem gleich die Story mit Dolores Umbridge ein, wie sie Harry zum Nachsitzen verdonnert und er immer und immer wieder schreiben muss, ich darf keine Lügen erzählen. Und shame on me, never ever again. Ich habe mich aus Versehen gespoilert, denn personalisierte Empfehlungen sei Dank, wurde mir bei Pinterest ein Pin angezeigt, wo jemand genau diese Idee umgesetzt hat. Ich fand die Idee mit Dolores aber viel zu gut oder eher viel zu belastend, um sie wieder zu verwerfen. Was mich an dieser Person so richtig aufregt und verdammt sauer macht, ist dieses penetrante, selbstgefällige... In Kombination mit diesen bieder, kitschigen Katzentellern und Spitzendeckchen triggert mich das mehr als die Strafarbeit selbst. Das hier wird also so eine Art Austesten der persönlichen Belastungsgrenze und Konfrontationstherapie in einem. Mein ganz persönliches I must not tell lies. Um meine Idee für die Buchseite umsetzen zu können, musste ich dann doch wieder ansatzweise realistisch zeichnen. Und zwar eine kleine, furchtbar flauschige Kitty mit viel zu großen, kugelrunden, blauen Äuglein. Die hat mich sowas von aus dem Konzept gebracht, dass ich einfach mal komplett verpeilt habe, die eine Kamera scharf zu stellen. Oder die Kamera hatte vor lauter Süßigkeit einfach nur Pipi in den Augen. Ich habe keine Ahnung. Damit das Kätzchen aber für das, was ich mit ihr vorhabe, ihre volle Süßbärtwirkung entfalten kann, habe ich absichtlich noch ein paar Pink-, Flieder- und Minttöne ins Fell gemischt.
Dann habe ich die Zeichnung eingescannt und in verschiedenen Größen auf Fotopapier gedruckt. Denn, ihr habt es wahrscheinlich schon längst geahnt, das werden die eben erwähnten, belastend kitschigen Katzenteller. Und ja, dass alle Teller die gleiche Katze zeigen werden, ist natürlich Absicht. Ich finde, das macht's nochmal eine Spur abstruser. Auf einem Stück Bristol habe ich also verschiedene Teller gemalt, verziert mit diversen Blümchen und Schnörkel, und natürlich durften auch die typischen Goldakzente nicht fehlen. In Umbridges Büro hängen die ja alle an einem rosafarbenen Band. Und weil ich keins hatte, habe ich eben ein weißes Band aus meinem Vorrat mit einem rosafarbenen Copic angemalt. Katzenteller und Band mussten trocknen, also habe ich in der Zwischenzeit schon mal den Hintergrund bemalt. Auch der musste rosa werden. Gouache deckt wunderbar herrlich und lässt sich fantastös mit Aquarellfarben mischen. Also habe ich einen Umbridge-mäßigen Rosaton angemischt, indem ich ganz ohne Hintergedanken und inneren Freudentanz Potters Pink untergemischt habe. Ach ja, die kleinen Dinge im Leben, Leute. Es sind einfach die kleinen Dinge. Nachdem die Seite vollständig getrocknet und dann auch heller war als beabsichtigt, weil ich mal wieder verpeilt habe, dass Gouache beim Trocknen heller wird statt dunkler, habe ich mit Buntstiften die Mauer skizziert. So eine Mini-Tortenspitze für super kleine Kuchen sollte als Spitzendeckchen herhalten. Und mit Buntstiften habe ich noch die kleine Blumenstickerei aufgemalt. Okay, jetzt habe ich alles erledigt, außer das, worum es eigentlich geht. Nämlich ein und dasselbe Wort wieder und wieder zu schreiben. Bestimmt kennt ihr diesen Brief, den Umbridge an Professor McGonagall schreibt, um sich über Potter auszulassen. Den habe ich als Aufhänger benutzt, denn alles, was ich dem Brief so rein inhaltlich entnehmen kann, ist... Also habe ich genau diesen Laut wieder und wieder geschrieben. Natürlich ganz filmecht mit Tinte und Feder. Halter. Wieder und wieder. Und wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann habe ich es angezündet. Nicht das Buch, das Schreiben. Ich wollte nämlich, dass der Brief so einen rustikalen Look hat mit angeflammten Ecken. Liebe Kids, bitte fangt jetzt nicht an, die Briefe eurer Lehrer anzuzünden. Und wenn ihr das tut, dann bitte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. Ich weiß, in der deutschen Buchfassung macht sie so ein krötiges Geräusch, so schrimm, schrimm, keine Ahnung. Aber was mich so triggert, ist eben dieses aus der Filmfassung. Und das kann ich am besten mit transkribieren. Hat also nichts mit dem Klamottenladen zu tun. Ich distanziere mich hiervon. Den Brief habe ich dann gefaltet ins Buch angeklebt, damit ich mich mitsamt den Katzentellern an meinem interaktiven TINF erfreuen kann. So, jetzt seid ihr an der Reihe. Was haltet ihr von den Seiten? Schreibt mir eure konstruktive Meinung in die Kommentare, so wie der Kollege hier. Das ist nicht gut, Mann. Ihr dürft mich aber natürlich auch wissen lassen, wenn ihr mehr Macht dieses Buch-Fertig-Videos sehen wollt. Ihr Links. Und rechts gibt's noch weitere Videos, die euch anschauen und kritisch bewerten könnt. Ciao und bis bald!